Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir müssen jetzt hier einiges machen. Erstmal reißen wir den schnell ein. Dann tun wir dich einmal auf Schnellbasis upgraden. Und schauen jetzt mal, wie gut das System funktioniert. Außerdem will ich unseren Schiffstank, oder überlege ich den anzugreifen. Ich glaube, das ist aktuell noch keine gute Idee. Wir haben natürlich auch mittlerweile mehr LKWs, mehr Bagger und alles drum und dran. Was es auch schwer macht, Sachen durchzuführen. Ich glaube, wir müssen hier jetzt auch mal wieder ein bisschen Exekutivbaggern zeigen. Ich bin ernsthaft beim Überlegen gerade, ob wir hier unten, hier hinten uns die Ölquellen freibaggern. Und ich glaube, das werden wir auch machen. Wir baggern uns zu den Ölquellen, ziehen die Leitung hier runter und ziehen die Leitung bis hier vor und pumpen unsere Systeme auf. Aktuell, glaube ich, die beste Variante. Aber sonst geht bald alles flöten. Bergbaukommandoturm. Ich denke, hier sind wir am besten bedient. Wir machen eine Schnellvariante. Drei Bagger mit ein paar von denen. Wir müssen schauen, dass wir das hier so gut wie möglich hinkriegen. Dass wir dann hier hinten reinkommen. Wo bleiben denn die Bank? Ah, sie sind schon auf dem Weg. Okay. Mit dem neuen System sollten hoffentlich die Tanks um einiges flotter entleert sein. Aber wir werden wahrscheinlich trotzdem nochmal ein Flüssigkeitsmodul bauen. Schließen wir aber wiederum den Leitungen an, weil die verteilen eh. Wartet jetzt auf die, auf was wartet das? Es wartet auf ausreichend Fracht im Laden, okay. Oh, das könnte natürlich jetzt lustig werden. Siedlung überfüllt. Ist natürlich schon mal super. Bitte, wir brauchen nochmal Unterkünfte. Warum stehen wir jetzt wieder? Weil wieder Beton fehlt. Warum fehlt denn jetzt wieder Beton? Fehlende Materialien? Kohle fehlt, oh Gott. Was ist mit der Kohle los? Oh, weil wir großteils nur noch auf den Kohlesystemen fahren. Oh, scheiße.
pumpt alles voll, bitte, kommt schon. Ihr kriegt die bisschen voll, kommt schon. Die ersten zwei Tanks heben sich. Wie viel sind im Schiff noch drin? Ordentlich. Komm schon. Komm schon. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Erste Tanks sind voll. Yes. Jetzt gehen sie aber wieder leer. Und das Schiff wartet wahrscheinlich, bis es wieder genug hat. Aber wenn es gut läuft, geht es relativ flott. Wenn wir Glück haben, sind wir jetzt echt gut wieder unterwegs. Kurze Zeit stabil sozusagen. Aber wir brauchen für euch eine Vor-Ort-Schippung hier jetzt erstmal. Ihr kriegt von mir hier eine Fläche zum Schippen, bitte. Baut ein kleines Podest einfach. Jetzt müssen die erstmal wieder zurückfahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Schiff ist immer noch vor Anger. Aber wenn es auch nur so viel ist, dass die Produktion läuft und fast keine Pause macht, vielleicht stehen wir auch schon sehr schön da. Ja, die können jetzt gerade laufen. Aber wir haben genug Dampf drin, das ist das Gute gerade. Weil das Kohle sollte jetzt auch langsam wieder positiv werden und. Ah, die Tanks sind fast leer, scheiße. Aber es kommt nach, es kommt hoffentlich nach. Ansonsten, wir sind schon an der Lösung dran, die Bagger arbeiten sich durch. Es wird dauern. Wenn ich es anschaue, hier oben wird es vor allem schwer, wo wir uns nochmal quer durch den Berg durchhangeln müssen. Aber wir sind an einer sehr schönen Stelle gelandet am Ende. Muss der eine jetzt in die Gegenrichtung unterwegs. Was hast du gesammelt, damit du da... Muss ich es verstehen? Nein, ich muss es nicht verstehen. Also hier könnte man natürlich auch ordentliche Spritproduktion starten. Wie schaut es aktuell mit den Lagern aus? Ah, das Essen wird auch immer leerer. Scheiße. Auch wenn wir die ganze Anlage gestoppt haben, scheint so, als ob das Essen nicht mehr reichen würde. Okay, wir müssen uns wieder überlegen, wie wir mit Essen vorgehen. Lebensmittelherstellung. Wir können Tofu produzieren. Wir könnten Tofu produzieren. Wir können natürlich auch Mühlen bauen und damit... Bewässerte Farmen, dafür brauchen wir wieder Wasser. Ich glaube, hier vor Ort haben wir nicht wirklich einen Wasseranschluss, oder? Doch, hier oben. Den könnte man nutzen, den könnte man auch hier runterschicken. Bewässerte Farmen, hier passen auch viele hin. Hier würden einige hinpassen. Dann können wir das hier so lang bauen, hier voll... Wir können dann hier die Anlage vorne platzieren. Tankscheiße. Die Tankstelle soll besetzt werden, bitte. Kommt schon. Wo bleibt das Schiff? Wie schaut es mit der Produktion hier aus? Schlecht, ist alles zum Liegen gekommen. Setzen wir mal auf die Prio 9. Kriegt ihr denn früher Kohle?
startet die Produktion, Jungs. Dan hat jetzt für 39 Runs Sachen coole dabei. Der andere kriegt auch eine volle Kohleladung. Endlich, es geht wieder voran. So, das sind die ersten Farmen. Und da setzen wir dann Mühlen und alles hin, dann sollte es auf jeden Fall auch gut passen. Der Weg zum Öl wird uns gerade bereitet. Mit dem Vor-Ort-Depot sollten wir dementsprechend auch gut alles auslagern können. Wir machen einfach hier mal für Stück ein Depot, das sich erhöht und auch auf die Höhe kommt. Meine Hoffnung ist, dass unsere Lager, so voll sie auch sind, Stück für Stück immer voll, wieder voller werden. Ist zwar schwer, aber wo will er denn hin? Kann ich dich kurz mal umweisen? Jetzt hat das, okay. So. Hier stellt euch mal bitte fürs Erste dahin. Da seid ihr fürs Erste besser aufgehoben, würde ich sagen. Farm ist keine Kultur zugewiesen. Wir wollen Weizen. Weizengrün, Weizengrün. Und hier machen wir Grün, Weizen, Grün, Weizen. So, ja, das Ganze kommt da vorne raus. Das ist alles wirklich für alles für eins. Vorteil bedeutet, wir können hier rein theoretisch nur ein tiefes Förderband anlegen. So. Und dann läuft es schon. Alter, schauen wir mal schnell, wie dieses Fundament hier entsteht. Das entsteht viel zu schnell. So, das ist jetzt fertig. Bedeutet, das kriegt von mir die Infos von dem hier. Dann dasselbe Tiefband wie hier. So. Dann sollten wir ganz gut vorbereitet sein. Die Nahrung auf jeden Fall nicht zu knapp wird. 21 Monate haben wir noch. Bis dahin muss die ganze Produktion stehen. Wir sind bis hoffentlich bis dahin auch wieder da oben. Unser normalen Generator. Der Vorteil ist, solange die hier laufen, stehen wir um einiges besser da, wie als ob die Dieselgeneratoren noch laufen würden. Und das ist leider Fakt.
Die Tanks stehen hier natürlich auch schön da. Nahrung wird immer knapper. Ganz ungutes Gefühl habe ich jetzt. Okay, wir erhöhen nochmal die Fläche, auf der wir jetzt hier dann... Das ist das Fundament, auf dem wir bauen werden. Vielleicht noch ein bisschen nach hinten. Und das werden wir dann immer ein Stück für vergrößern. Und das wird dann hoffentlich relativ gut laufen. Aber bis dahin müssen wir uns noch gedulden. Weil aktuell heißt es hoffen, dass wir mit unserem aktuellen Ölspeicher irgendwie wieder die Reserven anbauen können. Weil aktuell habe ich leider nicht so das Gefühl. Reduzieren wir hier mal auf die Hälfte. Zwei, die ein bisschen mitliefern. Das sollte hoffentlich reichen fürs Erste. Aber Leute, wie ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo hoffentlich wir genug Öl produzieren. Also, bis dann. Ciao. Everything changes. We'll be right back.